Oh Gott, jetzt ist hier Schnee. Jetzt sehe ich ja gar nichts. Schnee? Also, mein Kamera-Account. Ach so. Warum ist da Schnee? Weil der so weit oben fliegt. Ach du Mensch, in der Welt. An einem Dings ist dann Schnee. Ich weiß nicht, vielleicht ist da irgendein anderes Biom oder so. Hm. Ah, hier sind ja Pillager auf der Insel. Oha. Ihr gehört mir. Oh. Tschüss, Pillager. Oh, jetzt habe ich wieder den drohendes Unheil-Effekt. Oh je. So, irgendwas wollte ich gerade machen. Ja, ich wollte mir das Ding von unten angucken. Oh ja. Sieht voll cool aus. Diesen schönen Anblick nutze ich, um einen Schluck zu trinken. Okay. Darauf schnitt. Eigentlich ist es auch entspannend im Regen. Jetzt habe ich mich aber verbaut. Ja, das kommt davon. Gerade sage ich es, ey. Ich habe mich ein bisschen zu arg entspannt. Mann. Hast dein Gehirn gleich mit entspannt? Ja, eigentlich könnten wir jetzt auch schlafen, wenn es schon mal dunkel ist. Ich wollte gerade sagen, jetzt wird es aber dunkel und jetzt sieht man auch wieder Wolken am Himmel. Die sieht man den ganzen Tag, man muss nur richtig hingucken. Endlich wieder gutes Wetter. Willst du Raketen haben? Ja. Dankeschön. Bitte sehr. Dass mit dem immer zwei Blöcke diagonal gehen, das funktioniert einwandfrei. Jetzt ist die Strebe, glaube ich, sogar genau in der Mitte von der anderen. Obwohl, naja, nicht ganz. Aber ich müsste am Ende richtig rauskommen. Ja, doch. Es sieht relativ mittig aus. Relativ, ja. Nee, wenn man genau hinguckt, nicht. Das stimmt, von unten nicht, ja. Aber das ist egal. Weil das meinte ich nämlich, weil hätte ich ja theoretisch auch nach links gehen können. Ja, dann wäre es ein bisschen anders in die Richtung versetzt. Ja. Aber das ist, macht ja nichts. Das meinte ich nämlich vorhin mit, ob man zwei nach rechts oder zwei nach links geht. Ja, das stimmt. Hey. Hab nichts gemacht. Ah. Bin ausgewichen, ohne zu wissen, dass du überhaupt auf mich schießt. Mhm. Das war eine instinktive Eingebung. Du triffst mich nicht. Ja, noch nicht vielleicht. Irgendwann treffe ich dich. Und tschüss.
Okay. Was denn? Nix. Ich guck nur zu. Mhm. Funktioniert das immer noch mit deinen Bildschirmlinien? Oh Gott. Naja, die Linien sehe ich jetzt nicht mehr, weil da zu viele Steine sind, aber den Kamera-Account benutze ich trotzdem noch. Also ich bin jetzt nicht... Ah, das passt. Um einen Block verbaut, alles abreißen und neu machen. Genau. Nee, das passt so. Ah ja. Auf jeden Fall amüsant, die ganzen Ozella-Zimmer abzuschießen. Alter. Es spawnen irgendwie immer mehr, habe ich das Gefühl. Wenn du alle umbringst, dann spawnen halt wieder welche. Ich meine Steine auf. Nee. Oh. So. Oh Mann. Ich könnte ja mal anfangen, Bambus und Bäume zu pflanzen. Oder? Ja. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Oder an vielleicht sich aber auch. Von der Effizienz her würde es Sinn machen. Aber eigentlich wäre es auch nicht schlecht, alles so schön nacheinander zu machen. Ja. Weil an sich müsste man ja auch mal noch gucken, wo das überhaupt genau hinkommt, alles. Ja. Das auf jeden Fall. Was ich aber machen könnte, wir wollen doch in den Vulkan so eine Landschaft reinbauen. Ja. Unten so eine Netherlandschaft. Da kann man eigentlich mal den ganzen Erdhügel abtragen. Ja, ist die Frage, wie wir das überhaupt machen mit dem im Vulkan innen drin. Ich würde einfach die Erde abtragen. Ich finde zum Beispiel dieses eine Ding, was da in der Mitte ist, sieht voll cool aus. Da das ist Loch oder die Klippe. Anhebung? Also, ja. Theoretisch könnte man das auch einfach... Ja, meine Idee war jetzt einfach alles Gras abtragen, aber das Gestein lassen. Und das Gestein müsste ja auch noch diese Form drin haben, nur halt nicht so verstärkt. Aber wir müssen da ja eh einen Netherstein oder sowas reintun und dann kann man es damit ja wieder anpassen. Ja, kann ich eigentlich machen.
Oh, jetzt bin ich aber zu weit. Das ist das Gute am Kamera-Account. Dann sehe ich das auch. Wird ganz schön schnell düster. Das habe ich gerade auch gedacht. Da sieht man gar nichts mehr. Schnell ins Bett. Dann ist mir die Stille aufgefallen, weil jeder so konzentriert bei der Arbeit. Ja. Dabei muss ich nur Erde abbauen. Ja. Oh, jemand hat die Endertruhe offen gelassen. Mann. Kommt doch kalte Luft rein. Das geht nicht. Ah ja, doch. Jetzt wird's immer mehr. Die nächste Strebe ist jetzt nämlich auch fertig. Oha. Das heißt, wir haben schon 10 Stück. Ja. Ah ja, dann. Ich probiere jetzt mal doch eine zu bauen ohne den Kamera-Account. Wobei. Ach, ich probiere es einfach mal. Vielleicht funktioniert's ja. Da bin ich mal gespannt. Ich auch. Da ist unser Mittelblock da oben. Ja. Da den habe ich extra hoch. Übrig gelassen. Musst du da auch kommen? Ja. Wieso? Damit ich mich draufstellen kann zum Gucken. Toll. Das erinnert mich an solche Graphen in Mathe. Stimmt, du hättest auch einfach den Block über dir abbauen und dafür einen unter dir hinbauen können. Ja, hätte ich, aber dann hätte ich es nochmal jedes Mal so machen müssen. Jetzt habe ich eine Treppe. Stimmt. So.
Mehr abbauen. Ich würde nämlich innerhalb des Vulkans auch diese Struktur leicht verlassen. Mhm. Aber ich glaube, 2-3 Schichten gehen noch. Hexe hier unter mir irgendwo. Hm. Oh, da ist sie. Wer, du schießt mich ab, Alter. Ich bin gerade auf meinem... Jetzt ist er tot, okay. Bin gerade auf dem Block, der richtig berechnet ist hier. Wie berechnet? Dass ich hier das anfangen muss. Ja. Läuft da unten auch noch ein Creeper rum? Jetzt nimmer. So. Baue ich noch mal eine Schicht ab, ist die Frage. Weil jetzt kommt hier schon der erste Stein zum Vorschein. Nee, ich glaube, ich lasse es jetzt mal. Und dann gucken wir, wie es dann fertig ist. Innerhalb des Vulkans aussieht. Mhm. Wird dann vielleicht so quasi außen an den Rändern fällt ja die Landschaft so ab, bisschen. Mhm. Weil der Berg ja auf so einem Hügel steht, da würde ich vielleicht einfach so einen Lavasee machen quasi, dass es in dem Vulkan in der Mitte ist quasi so eine Insel mit halt vereinzelten Lava-Dingern und außenrum in den ganzen Hohlräumen ist Lava. Aber mal schauen, wie das aussieht, wenn die Wände des Bergs zugebaut sind. Ja. Wir haben noch viel vor uns. Mhm.